Der Kindesmissbrauch in Münster hat uns alle schockiert. Mehrere Organisationen wollen, dass das Thema mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Sexualisierte Gewalt an Kindern dürfe endlich kein Tabuthema mehr sein. Hier entstehen gerade Plakate für eine Demo gegen Kindesmissbrauch in Münster. Guten Abend, liebe Zuschauer, willkommen zur Lokalzeit. Morgen ist in Münster eine Mahnwache geplant, übermorgen zwei Demos. Und es sind nicht nur Organisationen, sondern auch Privatleute wie Marc Bellinghaus, die auf die Situation von missbrauchten Kindern aufmerksam machen wollen. Marc Bellinghaus bei der Demo-Vorbereitung für Samstag hat er eine angemeldet in Münsters Innenstadt. Wie viele kommen, weiß er nicht. Der 56-jährige Schauspieler will einfach gegen Kindesmissbrauch auf die Straße gehen. Es ist ihm ein Bedürfnis. Saturdays for Children, Samstags für Kinder, sein Motto. Ich mache diese Demo, ich mache diese Bewegung für die Opfer. Ganz einfach. Für die kleinen Kinder, diese kleinen Jungs, die von vier brutalen Tätern missbraucht wurden. Und es ist schlimm, sich das überhaupt so vorzustellen. Bellinghaus ist diese Demo wichtig, sagt er, weil er selbst missbraucht worden ist. Zum ersten Mal, als er 6 Jahre alt war. Er hat noch ein paar Sachen von sich aus der Zeit. Das braucht er zur Erinnerung und zur Aufarbeitung. Der Münsteraner hat Jahrzehnte gebraucht, bis er überhaupt darüber sprechen konnte. Wenn man sich vorstellt, so klein war ich. Und es ist wirklich unglaublich. Ich hatte solche kleinen Hände. Wie soll ich mich da gegen eine brutale Erzieherin, das war der erste Missbrauch, fand von einer Frau, einer Erzieherin statt noch dazu. Und wie soll man sich da wehren? Der Missbrauch an Kindern ist immer noch ein Tabuthema. Der Fall in Münster zeigt, wie lange die Taten oft unentdeckt bleiben, aus vielerlei Gründen. Dieter Kaiser vom Deutschen Kinderschutzbund in Münster erlebt das immer wieder. Es gibt Erkenntnisse, dass Kinder, die sexuell missbraucht worden sind, bis zu 7-mal versuchen müssen, mit einem Erwachsenen zu sprechen, bevor ihnen jemand glaubt. Und gerade wenn man ein Trauma wie einen sexuellen Missbrauch erlebt hat, ist das eine unvorstellbare Kraft, die man da braucht, um immer wieder neu zu versuchen, ein Gespräch in Gang zu setzen und Gehör zu finden. Der Kinderschutzbund versteht sich als Lobby für Kinder. Sein Ziel, zu sensibilisieren. Deshalb veranstaltet er morgen eine Mahnwache. Diese Plakate sollen mit als Eyecatcher, um zu zeigen, worum es geht. Nämlich hinzuschauen und hinzuhören. Man weiß, dass es Missbrauch an Kindern Tag für Tag gibt. Und wenn noch mehr Menschen als bisher, ob jetzt Privatleute oder professionelle Tätige in Jugendhilfe und so weiter, wenn da noch mehr hingeguckt wird, dann haben auch noch mehr Menschen die Chance, Kindern zu helfen und es den Tätern zumindest zu erschweren. Die Mahnwachen und Demos in den kommenden Tagen in Münster sollen ein erster Schritt sein, um auf diesem Wege missbrauchten Kindern eine Stimme zu geben. Im Spesen